Ich öffne einen Raum jenseits vom Traum. Falsch oder richtig ist hier nicht wichtig. Es gibt nichts zu tun, als in dir ruhen. Jetzt ist es Zeit. Bist du bereit? Lass dich berühren, das öffnet die Türen in die Dimension, du spürst es schon. Hier sind wir verbunden, haben uns gefunden. Nun entsteht, weil alles andere geht, ein friedvoller Raum jenseits vom Traum. Ja, seit kurzem drücke ich mir auch ganz gerne in Reimen aus. Und dieser Raum jenseits vom Traum, was ist das, Wirklichkeit und Traum? Ich habe einmal von einem indischen Meister einen Spruch gehört, eine Aussage, was ist wirklich? Wirklich ist das, was immer da ist und immer bleibt. Und das in diesem Raum sind wir verbunden. Und deswegen begrüße ich euch nochmal ganz herzlich im Herzenswohnzimmer zu dieser Premiere. Mein Name ist Thomas Seiter und schon sehr lange befinde ich mich quasi auf der Suche. Ich war bei mir drunter geschrieben, Wahrheitssucher. Und habe mir da zwei Gäste eingeladen, den Gerd Bode-Ziegler und die Nina Loacker, die aus meiner Sicht, was ich von ihnen gehört habe und gespürt habe, von jener Wahrheit sprechen. Und ich freue mich, dass sie meiner Einladung gefolgt sind. Und die Nina, wenn ich zuerst zu Nina kommen darf, wir kennen uns seit 25 Jahren und haben da schon Kontakt gehabt. Lustigerweise über das Steuerberatungsbüro, bei dem ich war. Und ihr Vater war mein Steuerberater und sie hat mir immer schon, ihr Erscheinen hat mir immer schon fasziniert, so ein Strahlen war das und so eine Offenheit. Und ja, jetzt haben wir getrennt voneinander eigentlich dann so einen Entwicklungsweg gemacht und haben uns jetzt vor kurzer Zeit wieder getroffen. Und das war sehr inspirierend und sehr, es war einfach Verbindung da. Und deswegen ist sie heute der erste Gast bei mir im Herzenswohnzimmer. Hallo, liebe Nina, vielleicht magst du kurz irgendwas sagen, oder? Hi, Tommy, danke für das liebe Intro. Ich bin ganz gerührt und bin ganz stolz. Ja, sie begleitet ja schon lange jetzt auch Menschen auf ihrem Weg und bin von ihrer Power, ihrer Ausstrahlung einfach fasziniert und deswegen werden wir dann noch tiefer ins Gespräch einsteigen und bin schon ganz gespannt. Danke, Tommy, gern. Und beim Gerd Bode-Ziegler, der ist wahrscheinlich dem allermeisten bekannt, der ist sowieso sein ganzes Leben schon, widmet er sich der Liebe, würde ich so das ausdrücken. Und er hat mal erzählt oder in seinen Seminaren auch immer wieder erfahren, er hat nie was anderes gemacht, als Menschen zu begleiten auf ihren Weg und seine Suche sozusagen damit verbunden, anderen Menschen auch ihren Weg sozusagen zu finden. Und so war es auch bei mir. Da kann ich gleich diese Geschichte, weil die ist für mich wirklich so entscheidend, erzählen. Vor 4 Jahren war ich in einer Beziehungskrise und ich habe nicht mehr weiter gewusst. War schwierig, on-off über letztendlich 4 Jahre, irrsinnig leidenschaftlich und immer wieder auseinander und wieder
zusammen. Und ich habe gedacht, was ist da los? Auf alle Fälle habe ich nicht mehr weiter gewusst. Und ich habe vom Body dann ein Interview gesehen auf YouTube und hat mich in der Seele tief angesprochen. Und habe mir gedacht, dort gehe ich hin. Vom Body, da habe ich Vertrauen, obwohl ich natürlich nicht gekannt habe, aber da hat mir so hat mir einfach was angesprochen. Und tatsächlich bin ich dann angereist zu einem Silvesterseminar und viele Übungen und viele wie soll man sagen, viel Kontakt. Es war für mich generell schwierig, mein ganzes Leben, ich bin da traumatisiert, man kann es einfach so sagen, in den Kontakt mit Menschen zu kommen. Und dort war es dann so, dass es mir relativ leicht gefallen ist, mir mein Herz sozusagen da aufzumachen. Und vom Body auf die Seminare, wer es nicht weiß, ist so das zentrale Ding, dieser Herzsitz, wo man sich quasi nehmen, Body setzen darf und sich zeigen darf mit allem, was da ist. Und von Body der wichtigste Ausspruch und die Essenz, was mir also hängen geblieben ist, ist die Wahrheit des gegenwärtigen Momentes. Und es gibt eigentlich nichts anderes. Im Wesentlichen gibt es gar nichts anderes. Das habe ich so erkennen dürfen. Und wo ich das erste Mal auf diesen Herzsitz habe müssen, fast so irgendwie, ich habe so Angst gehabt davor, weil ich habe mir eigentlich gedacht, in mir ist ein Dämon. Ich kann das nicht. Und der kommt jetzt da raus und da sind da noch 50 Menschen, die das alles beiwohnen. Und bin da wirklich angsterfüllt, mehr oder weniger raufgekrochen auf diesen Herzsitz. Und habe zum Body gleich gesagt, Body, ich kann jetzt nur da sitzen, weil du jetzt der einzige Mensch bist, den ich vertrauen kann. Man kann mich noch an den Blick erinnern, wie er mich angeschaut hat. Und dann war das so berührend. Er hat mich zu mir hingeführt und mir ist in dem Moment bewusst worden, das, was da in mir ist, ist kein Dämon. Vor dem, was ich Angst gehabt habe, ist die Liebe. Ist die pure Liebe. Und das ist so aufgegangen, ich spüre es jetzt wieder. Da ist nichts anderes. Und es ist so paradox. Wir haben Angst vor der Liebe, so könnte ich es in meinem Fall sagen. Und das ist gar nicht nachzuvollziehen vom Verstand oder irgendwas. Aber bei mir war es so und seitdem habe ich mit was Kontakt gekriegt in mir und das geht nie mehr wieder weg. Es war für mich von dem Moment an klar, dass alles in meinem Leben richtig war. Und da habe ich viele Tiefschläge gehabt. Ich war wirklich ganz unten in jedem, so psychisch, existenziell, in alle Richtungen. Und alles war punktgenau richtig. Dass es mich jetzt zu dem herführt, wo ich heute bin, mit euch zusammen. Und das berührt mich einfach unendlich. Und ja, in dem Sinn möchte ich den Body sehr herzlich begrüßen. Herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast. Dieses Thema von mir, Partnerschaft, Beziehung, Liebe, was mich so bewegt mein ganzes Leben und auch ein Grund ist, warum es das jetzt da gibt. Und ich bin ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der was da Thema hat. Von dem her ist es wirklich schön, dass ihr im Background alle da seid. Also wir informieren uns da quasi gegenseitig. Und ja, ich würde jetzt einfach da ganz gern einsteigen und vielleicht ja, den Body einfach da auch einladen, vielleicht fangen wir gleich mit dem Thema an, Partnerschaft, Beziehung, Liebe,
Für mich ist es ein Punkt, das fängt aus meiner Sicht ja schon irgendwo bei der Geburt an, wo wir junge Mädchen und dann Mädchen, rosarotes Gewand, ich sage das jetzt ganz pauschal, junge, blaue Kleidung. Den Mädchen gehen wir Puppen, den Jungs gehen wir Autos oder was immer. Und so fängt sehr früh eine Konditionierung aus meiner Sicht an, die von vornherein schon was in uns eintragt und eigentlich uns begrenzt. Und in ihm da schon ein Thema war, was uns eigentlich dann im Leben dann die Grenzen uns einschränkt. Body, wie siehst du das? Nimmst du das auch so wahr, dass da sehr früh schon was passiert, was uns auch später vielleicht in Beziehungen dann hemmen kann, weil wir so eingeschränkt sein in unseren Rollen? Ja, erst einmal danke, lieber Thomas, dass du uns in dein Wohnzimmer einlädst. Ich spüre jetzt schon wundervoll diesen Liebesraum. Und du hast in deiner Einführung etwas ganz Signifikantes gesagt. Du bist auf die Angst vor Liebe eingegangen. Und das steht im direkten Bezug zu dem, was in den früheren Jahren bereits geschehen ist mit uns. Die Angst vor Liebe ist deswegen so groß, weil wir davon ausgehen können, dass diese eine große Kraft der Liebe, die wir sind, tatsächlich in uns und in unserem Leben alles an die Oberfläche bringen wird, was ihr nicht entspricht. Und so sehr sich Menschen nach Liebe sehnen, haben sie gleichzeitig Angst davor. Aber wir können die Formel auch umdrehen. In meinen Seminaren haben wir ein geflügeltes Wort: Angst vor ist Lust auf. Und in diesem Sinne wünsche ich uns einen wundervollen Austausch an diesem Abend, einen wundervollen Liebesabend. Ja, wichtiger noch, finde ich persönlich, Thomas, als die Konditionierung als Mann, als Mädchen, als Junge, als Mann und als Frau, entscheidender noch etwas als das ist für mich, dass im Heranwachsen, in den ersten Lebensjahren, etwas ganz Entscheidendes geschieht. Denn jede Seele kommt aus der Einheit, kommt aus diesem Raum von grenzenloser Liebe und Einheit. Und in den ersten Lebensmonaten lebt ein kleines Kind noch in dieser Einheit. Und dann geschieht für jeden Menschen, fast jeden Menschen, hier auf der Erde etwas ganz anderes, und das ist der Verlust dieser Einheit. Hermann Hesse beschreibt diesen Verlust ganz anschaulich in einigen seiner Texte, wo die Farben der Kindheit oder das Paradies der Kindheit auf einmal nicht mehr da zu sein scheint. Und das alleine ist schon schlimm genug. Es ist ein Schock, dass das Kind noch jenseits des bewussten Denkens erlebt. Und fast jedes Kind setzt da noch etwas drauf und sagt, wenn mir das geschehen ist, dann stimmt etwas an mir nicht. Dann bin ich schuld daran. Dann bin ich falsch. Also, das Kind hat seinen Ursprung verloren. Es geht in die Trennung und in das Vergessen, komplettes Vergessen, wer es in Wirklichkeit ist. Und dann bildet sich als Ersatz für das verlorene Echte eine Persönlichkeit, eine sich getrennt erlebende Ich-Identität, die mit allen Mitteln versucht, das verlorene Echte zu imitieren oder zu ersetzen. Und durch diese Trennung, und die Eltern sind ja auch in der Trennung,
wird zunächst einmal keine wirkliche Liebe erlebt. Die wirkliche Liebe geht verloren und macht Platz für eine bedingte Liebe. Die Liebe der Eltern, die Liebe des Umfeldes ist an Bedingungen geknüpft. Und ich glaube, dieses Phänomen der sich getrennt erlebenden Ich-Identität, das ist das entscheidende Phänomen, wenn es darum geht, Liebeserfahrungen und Liebesprozesse ein Stück tiefer zu verstehen. Denn Liebe ist nichts anderes als der Impuls, das erfahrene Getrenntsein, die verlorene Einheit in irgendeiner Form wiederzufinden. Und damit beginnen unsere menschlichen Erfahrungen im Liebesbereich. Ja, ebenso erscheint es mir aber auch notwendig zu sein, sozusagen sämtliche Konditionierungen, Traumatisierungen, was alles uns als Mensch so passiert, so ist aus meiner Erfahrung. Weil diese ganzen Traumata oder egal, was man dann auflösen kann, dahinter versteckt sich immer Liebespotenzial und Energie. Hinter jedem einzelnen Situation, was für mich schwierig und traumatisch seinerzeit war, ist wieder was zu entdecken. So empfinde ich das einfach wirklich immer als Goldadern. Und der Traumatisierung ist im Wesentlichen nichts Schlimmes, sondern eigentlich sehr was Gesundes. Das System hat sich damals geschützt und ermöglicht uns jetzt wieder den Zugang quasi zu dieser Liebesfähigkeit und zu dieser Liebe, zu dieser Einheit. So empfinde ich es. Bei mir, also aus meiner Erfahrung, naja, bin ja mittlerweile fast schon so Abenteurer, was immer da auf der Suche ist nach dem Nächsten. Und es ist eigentlich keine Suche, sondern das Leben führt mich genau dahin, wo ich die nächste Entdeckung machen darf, um eben, wie du richtig sagst, diese Sehnen nach dieser Liebe, das verwirklicht sich aus meiner Sicht, das Leben macht es von selber. Mir kommt immer vor, ich habe da gar kein großes, ich kann da gar nicht groß eingreifen, sondern ich bin geführt und gesegnet von dem Lauf der Dinge. Genau, das Leben macht bekanntlich keine Fehler und die Erde ist ein Planet des lieben Lernens und dazu braucht es Dualität und Trennung. Mhm. Genau, Nina, vielleicht magst du jetzt von dir mal was gehört, wo eben mit diesen Dualitäten und mit diesen Polaritäten, die was irgendwo zwar da sind, aber letztlich in uns ja doch wieder eine Einheit irgendwo bilden, die grundsätzlich hier angelegt ist. Keine Ahnung. Ja. Zu dem ganzen Thema vielleicht was ein Impuls? Ja. Ja, ich glaube, dass das so dieser Weg ist, gell? Also ja, da, wo du jetzt gerade warst in deiner Kindheit und auch was der Body gesagt hat, also ich war wirklich in der Situation, dass ich mich ganz lange Zeit nur getrennt gefühlt habe. Also so wie du auch, glaube ich, Tommy, bin ich überhaupt erst auf das Ganze gekommen, weil der Schmerz immer so groß war. Und auf dem Weg habe ich aber erkannt, dass es nur ein Erinnern ist. Also ich war ganz lange Zeit dabei, ganz viel aufzulösen und zu schauen, woher diese ja, Felder oder dieses Unwohlsein, dieses sich getrennt fühlen kommt. Und was ich erkannt habe und was ich immer wieder spüre, wenn der Body spricht, und deswegen liebe ich ihn wirklich, seit ich ihn das erste Mal in so einem Online-Kongress hören durfte, er erinnert uns einfach wieder an die Wahrheit. Also wenn er spricht, macht er einen Raum auf. Ich glaube, den kann jeder hier im Zoom mitbekommen. Und das ist jenseits von all diesen Verletzungen, Traumen. Ich weiß schon, es braucht einen Moment, bis wir dort hineinsteigen können. Und dazu braucht es die Arbeit auch mit den Traumatas. Aber wenn du dir erlaubst, in den Raum reinzugehen, wo der Body ist, und wenn er spricht, macht er den auf, dann erinnerst du dich einfach wieder dran, was die Wahrheit ist, und dann hört die Suche auf. Und das ist das, was ich erkennen durfte, weil der Body ist
einer, der, ja, der diesen Raum aufmacht, aber wir können ihn dann halt auch irgendwann selber aufmachen. Und hört dann diese Suche auf. Genau. Danke. Ja, schöner Input. Genau, so ist ja letztlich auch gewesen, wo ich so diesen Kontakt mit Boris gehabt habe und das sich immer wieder manifestiert. Und trotzdem gibt es irgendwie so eine Kraft immer, die, ja, was mich scheinbar da irgendwie zurückhält. Es gibt immer wieder so Phasen, wo ich dann, wo ich das Gefühl habe, okay, da ist noch was zum, zum Entdecken. Und aus meiner Sicht ist es schon so. Also mit jedem Schattenaspekt, was ich da in mir durchlichten kann, wird energiefrei. Und das zeigt sich bei mir im kreativen Ausdruck zum Beispiel. Und von daher, wenn das auf einmal alles frei wird zum Schluss, haltet man das gar nicht aus, wer weiß. keine Ahnung. Also halt irgendwie kommt es mir wie ein Entwicklungsweg vor. Der ist einfach nicht aufzuhalten. Und da hat jeder Mensch ja seinen eigenen. Und ja, ich bin froh, mein Weg. Ich fühle mich da eigentlich sehr, sehr glücklich und zufrieden und mein Leben entwickelt sich prächtig und das ist ja wirklich der absolute Highlight da, dass wir zusammen da sitzen und in dem Raum eben über das Thema sprechen können. Also ich glaube auch, dass dieser Weg, den du da beschreibst, also ich glaube, den gehen wir ja alle. Also irgendwo muss man ja mal starten und es scheint fast so, als müssten wir mal diese Ebene verstehen, also diese Ebene, wo wir da sind, mit eben diesen Schmerzen, mit all dem, was hier dieses Menschliche ist, oder? Und wenn wir das so ein bisschen erkannt haben, also wenn wir hier so ein bisschen den Durchblick haben, dann geht's wie weiter. Und dann können wir es aus einer anderen Perspektive betrachten. Dann gehen wir eben raus, so aus dem menschlichen Denken und gehen halt ja in etwas, was dann wirklich größer ist und der auch dieser Raum ist. Aber ich glaube, den Weg, den gehen wir alle immer. Also genau, wir fangen halt irgendwo an und da fangen wir halt dort an, wo wir gerade sind. Ja. Ja, Lieben Lernen ist ja eine Entdeckungsreise. Ne? Ja. Und das ist eine wundervolle Entdeckungsreise. Und wir kommen erstmal aus der Erfahrung des Getrenntseins. Und dieses Getrenntsein hat eben sowohl Angst, Schmerz, Schuld zur Folge. Und die und sämtliche Verletzungen, die wir im Menschsein erleben können. Und die wichtigsten Verletzungen sind halt wirklich im Liebesbereich angesiedelt. Und wenn wir sozusagen dieser Entdeckungsreise folgen, dann wird die Liebe selbst übernehmen und nach das in uns sichtbar machen, das beleuchten, was eben noch nicht in der Liebe ist. Und das zu entdecken ist einerseits, kann erschütternd sein und gleichzeitig, wenn es von Liebe geführt ist, wenn es in der Ausrichtung auf Liebe geschieht, dann ist alles, was sich zeigt in uns, ist ein Geschenk, denn es ist der erste Schritt in die Heilung und in das in die Liebe kommens, in das Einswerden. Genau, und da können wir vielleicht wieder zu dem zur Partnerschaft vielleicht nochmal spezifischer nochmal hinschauen. Es ist ja da so, dass wir uns eine Sicherheit wünschen und besonders in der Partnerschaft dann. Da gibt es dann die Ehe und ich liebe dich, wenn du mich liebst. Und da sind halt so viele emotionale Bindungen vorhanden, wo dann letztlich einfach immer wieder und zu Problemen in Partnerschaften führt. Und vielleicht kann da jemand von euch was dazu noch sagen, diese Abhängigkeitsverhältnisse und dass es keine Sicherheit gibt zum Schluss. Es gibt keine Sicherheit.
Ja, sehr gerne möchte ich dir was zu sagen. Nina, möchtest du vielleicht vorher? Ich komme nach dir, Body, ich höre dir so gern zu. Alles klar. Gott, total, ich bin in der ersten Reihe. Okay. Also, lieber Thomas und ihr Lieben alle, die ihr jetzt zuhört und zuschaut. Die in der Regel bringen Menschen aus ihrer Kindheit ganz, ganz viele ungestillte Liebesbedürfnisse mit. Diese berühmten Verletzungen. Und das beginnt damit, dass die meisten Eltern, weil sie keinen Kontakt zu sich selbst hatten, waren sie außerstande, das Kind überhaupt wahrzunehmen, zu sehen. Geschweige denn die wahren Bedürfnisse des Kindes zu erkennen und auf diese Bedürfnisse einzugehen. Sie waren in der Illusion der Getrenntheit schlichtweg dazu nicht in der Lage. Und jedes Kind, was von seinen Eltern nicht wirklich gesehen wird, nicht echt geliebt wird, sich nicht angenommen erlebt, trägt diese ungestillten Bedürfnisse aus der Kindheit dann in die späteren Partnerschaften hinein. Und jedes Mal mit dem Wunsch, mit dem Sehnen, mit dem großen Bedürfnis, das, was in der Kindheit sich nicht erfüllt hat und was in den einzelnen Menschen wie Löcher zurückgeblieben ist, dass der andere Mensch, in den man sich verliebt, dem man nahe kommt, dass er all das erfüllen möge. Endlich ist die Hoffnung da, jetzt werde ich wirklich gesehen. Jetzt werde ich erkannt und jetzt werde ich ganz angenommen und geliebt. Das sind die kindlichen und oft auch frühkindlichen Bedürfnisse, die Erwachsene in ihre Liebesbegegnungen tragen. Und die Folge davon sind die üblichen Dramen, Enttäuschungen, das übliche Theater, was wir kennen, wenn wir unvorbereitet mit diesen Löchern, mit diesen Bedürfnissen in eine Partnerschaft versuchen zu gehen. Nina, hast du auch noch? Ja, das ist so schön, weil das ist eigentlich so meine Geschichte mit diesem mit diesen Löchern in die Partnerschaft zu gehen. Denn also als ich meinen Mann oder meine jetzige Ehe, also meinen Ehemann kennengelernt habe, war ich genauso jemand, der wirklich total getrennt war von allem. Also meine Idee von Partnerschaft war recht eine eigenartige, hatte wenig mit Liebe zu tun, sondern eher etwas mit gebrauchen, bedürftig sein vor allem, klammern. Also es hatte ganz viel von Löcher stopfen, alle meine Löcher zu stopfen. Und das Schöne war, mein Mann hat in mir was gesehen, was ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bereit war zu sehen. Und er hat den ganzen Weg, und das waren einige Jahre, einfach mit mir gegangen. Und das, was die Heilung war, war dann die Liebe. Und seine Liebe war einfach groß genug, dafür all diese Löcher, die da in mir waren, zu stopfen. Und er ist eigentlich der größte Teil davon, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Denn er hat mir gezeigt, dass es ein anderes Leben gibt. Und dafür bin ich ihm ewig dankbar. Aber die Heilung war die Liebe. Und das ist, glaube ich, das, wo heute auch der große Fokus drauf ist, denn mit all der Trennung und all den Schmerzen und all dem, mit was wir hierher kommen und was wir erleben, wenn wir dann älter werden. Das Einzige, was es heilen kann, ist die Liebe. Ja, das ist das, was ich euch also, das klingt jetzt für mich dann so, dass es dann doch von außen irgendwie möglich ist, zu heilen. Absolut. Also meine Heilung war mein Mann. Der hat in mir wirklich etwas gesehen, das wir eigentlich in unseren Kindern sehen sollten, jeden Tag aufs Neue.
Und er hat mich jeden Tag einfach 10 Zentimeter größer gemacht, als ich war. Und ich habe dann irgendwann beschlossen, dort hineinzuwachsen, in das Bild, in das Emmy sieht oder das, was er in mir sieht. Ja, und ich habe jetzt ja eine Tochter mit 12 Jahren und ich weiß einfach eins, jedes Mal, wenn ich sie größer mache, kann sie wachsen. Und das ist das schönste Geschenk, was man in einer Beziehung oder auch mit Kindern einfach machen kann, dass du die Menschen ja, in einer Ehre groß machst, so damit sie nachziehen können. Und das braucht Liebe. Und zwar bedingungslose. Und das möchte ich nochmal darauf zurückkommen, was der Body ganz am Anfang gesagt hat, diese bedingte Liebe von Menschen und diese bedingungslose. Also meine Liebe war damals sehr bedingt. Also ich hatte ganz straffe Regeln, wie das auszuschauen hat, wann man zu Hause sein muss, wann Mittagessen gibt und so weiter, wie oft man sich mit Freunden treffen darf. Also das war ganz strikt hier. So, er hat das alles mitgemacht. Im Gegenzug habe ich aber für mich jede Freiheit rausgenommen. Also die Beziehung war eigentlich in einer totalen Schieflage. Das heißt, ich bin weggegangen, ich habe wirklich mein Leben absolut gefeiert. Und er hat das alles zulassen. Und das ist sowas Bedingungsloses. Also jemand anderen die Freiheit zu geben, die derjenige ihm gar nicht geben kann. Also für mich ist das immer noch großartig. Und da möchte ich vielleicht ganz kurz vorgreifen auf das, wo du mich mal angesprochen hast, Tommy. Und zwar, dass es wirklich sein kann, dass wir in einer Beziehung glauben, ja, dass es sein muss, dass hier noch ein Zweiter ist oder jemand Zweiter ist. Und als ich damals meinen Mann kennengelernt habe, war meine Idee von Treue seine eigene. Also mein Mann musste treu sein, aber ich habe irgendwie jegliche Freiheit genossen. Und diese Bedingungslosigkeit, die er mir damals zur Verfügung gestellt hat, denn mit ihm ist mir etwas bewusst worden. Und ich weiß, dass Liebe bedingungslos sein soll. Aber mittlerweile finde ich bei ihm alles, wirklich alles, was ich suche. Und hier braucht es niemand Zweiten mehr. Und es braucht auch nicht irgendjemand, der irgendwas füllt. Sondern wenn du wirklich in dieser Liebe drinnen bist, ist es absolut ausreichend. Und dieses Geschenk, was er mir da geben durfte, weil das ist eigentlich meine... Also dort, wo diese große Erinnerung ist, ja, das war er. Ich glaube, ich muss ihm einfach Danke sagen. Ich hoffe, er schaut zu. Ja, das ist eine wundervolle Geschichte, wirklich. Ja. Und es ist sehr schön, das zu hören. Menschen brauchen Menschen. Menschen heilen Menschen. Und es gibt tatsächlich Verabredungen der Seelen, die sich speziell auch im Liebesbereich verabreden, um sich gegenseitig zu heilen. Offensichtlich war bei dir, Nina, gleichzeitig eine Bereitschaft. Also du hast ihm deine Wildheit und deine Lebendigkeit geschenkt. Und bei dir war eine Bereitschaft, diese stille Präsenz, diese Präsenz, die er dir als Hintergrund gegeben hat, wirklich auch anzunehmen und es für dein Wachsen, für deine Selbstfindung zu nutzen. Und wenn beide Partner auf Selbstfindung ausgerichtet sind, dann an dieser Stelle beginnen Partnerschaften oder Beziehungen tatsächlich an zu funktionieren. Wenn die gemeinsame Ausrichtung nicht auf das ist, was der andere geben soll oder was der andere verkörpert, sondern auf das, was die Liebe selbst in jedem Einzelnen von uns ausmacht und nährt. Danke, Body. da würde ich noch vielleicht 2 Schlagwörter reingeben, und zwar Freiheit und Liebe. Das ist ja bei uns oft so, dass man eben vorkommt, gerade so in Beziehungen, okay, das ist jetzt mein Mann, meine Frau. Und
Ich spüre, dass es oft nicht diese Freiheit ist, was aus meiner Sicht notwendig ist, um wirklich so eine Partnerschaft, wie es vielleicht eben jetzt entstehen darf, dass diese Freiheit oft nicht gegeben ist. Was bedeutet es, Freiheit in der Liebe? Mag da jemand was von euch dazu sagen? Ja, sehr gerne. Liebe und Freiheit sind eins. Und ein anderes Wort für Liebe, für die echte Liebe, könnte sein der freie Raum meines grenzenlosen Seins. Das ist pure Liebe. Und wenn es um Partnerschaften geht, würde ich zwei Kategorien unterscheiden. Die erste Kategorie können wir persönliche Partnerschaften oder Beziehungskisten nennen. Und die andere Kategorie würde ich nennen essentielle oder heilige Liebesverbindungen. Wenn zwei Persönlichkeiten aus dem Bewusstsein der Trennung zusammenkommen und von dem anderen das bisher Ungeheilte oder bisher Vermisste zu beziehen, dann wird so eine Verbindung mit großer Angst einhergehen, nämlich die Angst, den anderen, von dem alles abhängt, früher oder später doch noch zu verlieren. Trennung bedeutet Angst, Kontrolle und auch Schuld. Also oft bleiben Paare auch aus Schuldgefühle zusammen, weil sie glauben, sie dürften dem anderen sich nicht wirklich echt und ehrlich zumuten. Und ich denke, so starten ja die meisten Menschen. Und wenn wir dann an unsere ersten Schwellen kommen und bemerken, dass es auf dieser Ebene sehr oft in eine Sackgasse führen kann, dann sind bestenfalls beide bereit, sich etwas viel Größerem zu öffnen, in das die Liebe eingebettet ist. Oder man könnte auch sagen, die Liebesverbindung wird der Liebe selbst übergeben. Die Liebe selbst wird eingeladen, es zu führen. Und dann kann man sich sehr wohl alle Bedürfnisse mitteilen. Auch alle Ängste, alle Wunden, alle persönlichen Begrenzungen können mitgeteilt werden. Man kann sich öffnen und zeigen und sich auf diese Weise beschenken. Und das wird dann gemeinsam immer wieder der Liebe selbst übergeben. Und dann entstehen diese Qualitäten von Verbindungen, die ich als heilig oder als essentiell bezeichnen möchte. Und die sind von ihrem Wesen her frei. Aber man braucht keine Freiheit behaupten. Nur eine Persönlichkeit versucht, ihre Freiheit zu behaupten. Jemand, der sich erkennt und weiß, wer er oder sie ist, jemand, der sich wirklich findet, braucht Freiheit nicht mehr zu behaupten. Da ist eine Gewissheit, da ist Freiheit und in dieser Freiheit darf die Liebe selbst sich vollkommen entfalten. Du hast jetzt da was gesagt, man darf sich zumuten, mit seinem ganzen Sein, dem Partner, generell jeden Menschen, mit dem man in Verbindung geht. Und da scheinen mir doch, also ich kenne es von mir, dass ich mich da lange Zeit mich nicht in meinem ganzen Sein gewagt habe, mich zuzumuten, aus Angst vor Ablehnung und keine Ahnung, was da noch alles im Hintergrund ist. Und das scheint mir wirklich ein riesen Problem zu sein.
Und da fällt mir eine Aussage ein, die ich von dir gehört habe, wo ich so im Zweifel war, ob ich eben Kompromisse wieder eingehe in meiner Beziehung damals, wo ich so hin und her gekämpft habe, muss ich sagen. Und da hast du gesagt, keine Kompromisse. Da haben wir gedacht, keine Kompromisse in der Partnerschaft. Aber es erschließt sich mir immer mehr, genau genommen, sind es dann oft faule Kompromisse, was man dann eingeht. Und die sind nicht zuträglich einer heilenden oder vollwertigen Partnerschaft. Und vielleicht kann ich mit zu dem Punkt noch mal was sagen. Ja, du hast gesprochen von der Angst, eine Liebe, die als bedingt erlebt wird, wieder zu verlieren. Und diese Angst ist so verständlich. Diese Angst bringen wir alle mit, weil wir kennen ja aus unserer Kindheit mehr oder weniger nichts anderes als diese bedingte Liebe. Und wenn wir jetzt die Geschichte von Nina nochmal uns bewusst machen, sie hat sich von Anfang an ihrem Mann voll und ganz zugemutet. Sie ist keine Kompromisse und keine faulen Kompromisse eingegangen und hat es gleichzeitig bei so einem reifen, liebenden Mann wie ihm ausgehalten. Ja? Denn Liebe, wenn das alles nicht persönlich genommen wird, wenn das alles sein darf, Raum bekommt und angenommen wird, das ist so ein Riesengeschenk, das muss auch erst einmal angenommen werden. Ja? Und offensichtlich hat Nina sich ganz unschuldig dieser Liebe anvertraut. Und die beiden hatten, in diesem Fall kann man wirklich sagen, hatten das große Glück, dass sie dann miteinander in das wahre in Liebe sein hineinwachsen konnten. Und ich vermute, dass dieses Wachsen niemals ein Ende hat. Und ich bin auch gespannt, was Nina vielleicht in 5 oder 6 Jahren Neues dann zu erzählen hat, was die beiden dann entdeckt haben. Das mache ich sehr gern. Das Nette ist, es ist total nett, Body, dass du jetzt gerade sagst, dass wir gemeinsam wachsen. Wir hatten jetzt gerade vor einem Jahr ganz, ganz große Diskussionen in die Richtung, ja, also ich möchte mich weiterentwickeln und ich mache ganz viele Ausbildungen und mache selber Coachings und Teachings und so nett, denn mein Mann geht ganz einen anderen Weg. Also der geht jetzt gar nicht diesen spirituellen Weg, sondern der ist einfach so. Der ist einfach wirklich bedingungslos. Kennt ihr, wie man es oft bei Kindern eben hat oder bei ganz liebevollen Menschen, die ihn einfach so, wie man ist, annimmt. Und er ist von Natur aus so. Und meine Idee dazu war, mit so einem Mann kann ich nicht wachsen. Also es war so, als würde er immer der Gleiche bleiben. Und da würde ich gerne mal auf diese Freiheit und auf diese Kompromisse eingehen, wo wir davor gerade waren. Denn in meiner Welt war es dann schon so, dass sie mir wie die Freiheit eben nimmer rausgenommen habe, wirklich zu sagen, was in mir vorgeht. Weil ja, es wurde, also ich habe wie die Idee gehabt oder ihn wo festmacht, dass er gar nicht versteht, von was ich rede. Und damit habe ich uns aber ganz klein gemacht. Also das heißt, ich habe unseren Raum extrem klein gemacht, indem ich einfach ihm, ja, wie Stempel draufgesetzt habe. Du verstehst mich ja sowieso nicht. So, Freiheit hat für uns jetzt wieder bedeutet, dass wir ganz offen und ehrlich alles sagen können, was wir uns gerade denken, ohne dass der andere es als Bewertung, als Verletzung oder etwas wirklich persönlich zu nehmen, sondern einfach nur ein Austausch dessen, was geht gerade in mir vor. Und das hat so einen riesen Shift gemacht in unserer Beziehung. Einfach die Idee zu haben,
nimmer mit irgendwas zurückhalten zu müssen, also diese radikale Offenheit zu haben, wirklich alles, was mich gerade bewegt, alles, was gerade in meinem Leben ist, auch wenn ich den Stempel oben habe, er wird es sowieso nicht verstehen, das tut ihm weh, davon will er gar nichts wissen und so weiter, das alles rauszunehmen, um ihm auch wieder die Kompetenz zu geben und ihm die Ehre zu geben, an meinem Leben teilzuhaben. Und ich glaube, dass das in ganz vielen Partnerschaften ein ganz großes Thema ist. Was sage ich meinem Partner? Und in meiner Arbeit bekomme ich immer wieder mit, wie Frauen und auch Männer so große Teile ihres Lebens einfach zurückhalten, weil sie von vornherein diesen Stempel oben haben, ja, das versteht die sowieso nicht oder davon will die ja gar nichts wissen. Und da ist aber die Freiheit für die Partnerschaften. Also Freiheit bedeutet, dass wir wirklich alles, was uns bewegt, alles, was in unserem Leben stattfindet, mit demjenigen teilen können. Und da bin ich wieder beim Body, wenn er von dieser Partnerschaft spricht, die gemeinsam wächst. Denn es gibt Partnerschaften, die bleiben immer am gleichen Weg. Sie sind immer genau ähnlich. Und der eine entwickelt sich vielleicht mal dahin und der andere dorthin. Aber die Partnerschaft der neuen Zeit ist genau diese Essenz davon, dass du gemeinsam wächst. Das müssen jetzt nicht die gleichen beruflichen Ausrichtungen sein, aber ein gemeinsames Wachsen und ein gemeinsames etwas hier auf die Welt bringen. Und diese Partnerschaften sind jetzt am Start. In die Energie gehen wir jetzt rein. Viele haben es schon uns vorgelebt. Aber die Energie von der Zeit, wo wir jetzt sind, erlaubt keine Lügen mehr. Also es erlaubt nimmer, dass wir große Aspekte, große Teile von dem, was wir sind, in diesen Partnerschaften einfach ja nicht ansprechen können, nicht dürfen, Angst haben davor und so weiter. Ja. Ja, das scheint mir auch ein Schlüssel zu sein, diese schonungslose Offenheit und diese ja. Wahrheit zu sprechen. Für generell für alles Zukünftige. Und gibt es da vielleicht jetzt einen Ausblick? Also bei uns kommt mir vor, gibt es in der Regel die Beziehung, okay, ich triff meinen Partner, im Idealfall bleibe ich mit dem das ganze Leben zusammen. Ist das noch so irgendwie, also mir kommt vor, bei mir auf jeden Fall tun sich da ganz andere Perspektiven schon langsam auf. Also ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, aber dass dieses eine Modell, was bei uns so favorisiert wird, eben nicht das einzigste ist. Mag sein, dass das da und dort so möglich ist, aber dass es auch noch vielleicht andere Möglichkeiten gibt. Hat da irgendjemand von euch so Ideen, wo es hingehen könnte? Ich habe nur Ahnungen, aber vielleicht erfahre ich da von euch was, wo es wirklich die Zukunft dann hingehen könnte. Ja, die meisten Menschen glauben ja, sie persönlich suchen und finden ihre Partner und sind dann persönlich verantwortlich für Erfolg oder Scheitern. Ich habe genau hingeschaut und sehe, dass es so nicht ist. Keine Persönlichkeit sucht einen anderen, sondern es ist eigentlich der Seelenplan selbst, die Liebe selbst, die Menschen zusammenführt, um bestimmte Erfahrungen zu machen, um eine ganz einzigartige Begegnung zu leben. Und gemäß des Seelenplanes ist dem jeweiligen Paar auch in gewisser Weise eine Zeit zugeteilt. Alles, was hier auf dieser Welt einen Anfang hat, wird früher oder später ein Ende haben. Und natürlich gibt es das große Ideal, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist jedoch äußerst selten. In der Regel haben Seelen sich Verabredungen mit mehreren wichtigen Menschen vorgenommen. Und es geht eigentlich darum, sich dem zu öffnen, was die Liebe selbst, einlädt,
und wohin sie führt. Und da gibt es kein richtig und falsch, kein gut und schlecht. Diese Wege und Verbindungen sind so einzigartig, das kann nur die Liebe selbst und die beteiligten Seelen können das miteinander ausmachen. Und wenn wir uns dann öffnen füreinander und uns auch zeigen und schenken, dann dürfen wir lernen, das, was der andere uns zumutet, immer weniger persönlich zu nehmen. Wir können viel mehr den anderen darin spüren und erkennen und kennenlernen. Und wenn all das, was an Knöpfen gedrückt wird, was ausgelöst wird, wenn all das ständig der Liebe selbst übergeben wird, dann übernimmt diese, und egal wie kurz oder lange wir zusammen waren, es ist am Ende immer ein Geschenk gewesen und man kann dann dankbar und wirklich zutiefst dankbar auseinandergehen. Und aus Liebe wird dann sehr oft Freundschaft. Ja. Die Seelen sind ja für immer in Liebe verbunden, während Beziehungsformen sehr gut, sehr wohl ändern können und einen Anfang und ein Ende haben. Ja, das, ich kann das von meinen Beziehungen genauso sagen. Es war so oft leider die Trennungen als schmerzhaft empfunden, aber nur deshalb, weil ich an dem festhalten wollte. Und ich kann jetzt sehr gut erkennen, dass diese Frauen mir alle, jede einzelne, einfach auf meinem Weg einfach Möglichkeit der Bewusstwerdung geschaffen haben. Und ich kann nur dankbar sein, jeder einzelnen Frau und jeder Begegnung, was ich da mitnehmen habe dürfen, und ein Geschenk des Lebens. Und so fühle ich mich generell einfach nur beschenkt von allem, was sich in meinem Leben zeigt. Und wie gesagt, das ist jetzt da ein Höhepunkt, und ich sehe, dass es jetzt schon langsam 8 Uhr wird, ob wir uns dann auch dann schon langsam fragen von unseren Lieben, die da im Hintergrund mit uns dabei sind, stellen sollen. Seid ihr bereit oder habt ihr noch was? Sehr gerne. Jetzt würde ich da den Timo gerne ins Spiel bringen. Der hat da im Hintergrund ja die Fäden in der Hand, dankenswerterweise. Ob du schon Fragen da hast, ob sich jemand direkt zu Wort melden möchte oder ob du was zum Vorlesen hast. Timo, wie ist es? Ja, sowohl als auch. Alles dabei. Und der Erste, der sich gemeldet hat, der auch persönlich hier Gelegenheit bekommen soll, seine Frage zu stellen, das ist der Ralf. So, kleinen Moment, Ralf, jetzt noch einmal auf die Meldung, der Meldung bestätigen, die du bekommen hast, dass du das Mikro freischalten kannst. Jawohl. Und dann schalte ich mich wieder stumm und du kannst deine Frage jetzt stellen. Ja, der Ralf bin ich, aber die Frage hat die Samu gestellt. Genau. Hallo, ich habe eine Frage an dich, Body, weil das ist eine Frage, die mich schon lange beschäftigt. Und zwar ganz am Anfang war ja das Thema, wir kommen in diese Welt, ja, wir sind in diesem Einheitsbewusstsein und fallen dann Schritt für Schritt raus. Und ich frage mich immer, geht das überhaupt anders oder ist es Teil des Erwachensprozesses, dass es einfach so eingerichtet ist, dass ich mehr oder weniger so eingebunden in dieses All-Eins, in diese Welt komme, dann entwickle ich die Persönlichkeit auch durch Erziehung und was auch immer, um mich irgendwann dann wieder zurück erinnern zu dürfen, wer ich wirklich bin. Oder ist es auch möglich, dass es Eltern gibt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil das ja immer auf der persönlichen Ich-Identitätsebene abläuft, dass Kinder in diesem reinen Bewusstsein bleiben können, dass das nicht so sein muss. Hast du das mal erforscht? Oder ist es Teil des Erwachensprozesses, dass wir
vorher vergessen müssen, um uns dann wieder zu erinnern? Das war so meine Frage an dich. Das ist in der Regel in der Tat so. Das gehört zum Menschsein auf diesem Planeten. Mhm. Und es gibt in der Tat einige ganz, ganz seltene Seelen, die mit einer bestimmten Aufgabe, mit einer bestimmten großen Seelenaufgabe inkarnieren, die nicht diesen Prozess durchlaufen. Aber es gilt also für die allermeisten Menschen. Das Verlieren und das Vergessen, das in die Trennung gehen und dann durch die vielen leidvollen und schmerzhaften menschlichen Erfahrungen zu gehen, und zwar so lange, bis das Maß des Leidens voll ist. Bis die Suche im Außen, die Vergeblichkeit der Suche im Außen erkannt wird. Und wenn das Maß des Leidens voll ist, wird wie von selbst die vergebliche Suche im Außen immer mehr beendet. Der Fokus wird von außen nach innen geholt. Man ist bereit, sich zu begegnen, sich selber zu finden. Und dann beginnt, ab diesem Punkt beginnt dann der Prozess des Erwachens. Darf ich noch was dazu fragen? Ja. ich selbst würde sagen, ich habe so vor circa 20 Jahren so ein erstes tiefes Erwachen erlebt, wo ich die Erfahrung machen durfte von Einheitsbewusstsein. Und es hat mir wirklich gefühlt lange Zeit angehalten. Das war auch dann so die Zeit, wo Satsang so in den Westen, so Ende 90er, 2000er, war ich lange in der Satsang-Szene unterwegs. Und ich habe dann gemerkt, gerade auf der Beziehungsebene, das war so mein Punkt, ja, habe ich mich immer wieder verstrickt, ja, so auf der partnerschaftlichen Ebene und habe so diese Erinnerung an das eine nie wirklich verloren. Aber ich habe dann, ist es möglich, dass das Erwachen so prozesshaft passiert? Oder würdest du, ich habe ja schon viel auch von dir gehört und von deiner, wie du es siehst, aber so ist es so ein Knall und so jetzt ist dieses Erwachen da und dann falle ich nie mehr aus diesem Einheitsbewusstsein raus? Oder ist es wirklich ja so ein Erwachen, bis ich dann halt wirklich aus diesem Körper wieder verlasse? Ja. Also das mit dem Knall, das wurde ab und zu mal erlebt, aber das ist eher die Ausnahme und vor allen Dingen ist auch nach dem Knall keine Garantie da, dass man nicht wieder aus der Einheit herausfällt. Ja, okay. Es ist in der Tat so, dass die Seele auf unterschiedlichen Ebenen des Menschseins unterschiedlich weit entwickelt ist. Da war also vor 20 Jahren war dieser Teil von dir, das hast du wahrscheinlich schon aus einem Vorleben mitgebracht, der hatte einen Einblick in die Wirklichkeit und das war einschneidend für dein Leben und es hat deinen Weg geprägt. Mhm. Und dann hat es dich in Partnerschaften und Liebesbegegnungen geführt. Einfach, weil deine Seele wusste, da will noch etwas gelernt und entwickelt werden. Und dieses scheinbare Verlieren der großen Einheit ist nur scheinbar und vorübergehend. Hm. Wenn Trennung oder die Erfahrung von Trennung speziell in einer Partnerschaft ausgelöst wird, dann ist genau das die Wahrheit des gegenwärtigen Augenblicks. Da ist eine alte Wunde, die noch nicht frei ist, die noch nicht in der Liebe ist. Und dieser Wunde dürfen wir uns dann öffnen. Und das ist genauso wertvoll wie alle Satoris und Einheitserfahrungen zusammen.
Ich habe mir jetzt eine heilige Beziehung kreiert. Eine essentielle mit 58. Yippie! Das fühlt sich wunderschön an, euch beide da sitzen zu sehen. Ich wünsche euch beide. Wir brauchen solche leuchtenden Beispiele. Ja, danke. Danke dir, Bodhi. Danke. Danke. Timo? Ja, dann darf ich die nächste Frage kurz vorlesen. Und zwar fragt die Sonja, können wir das Leben beeinflussen oder geschieht es dann, wenn es geschieht? Nina, ich habe gerade eben viel gesprochen. Möchtest du zuerst? Ja, gern, Bodhi, danke. Ich möchte ganz kurz nochmal zurück, wo der Bodhi von diesen Seelenpartnerschaften gesprochen haben. Um die Frage zu beantworten, braucht es ein bisschen kurz mehr, weil es gibt wirklich diese Verabredungen hier. Also auf Seelenebene gibt es einfach bestimmte Seelen, die gern miteinander hier inkarnieren. Und immer wieder, die reisen gemeinsam durch Raum und Zeit. So, wenn wir aber hierher kommen, braucht es einen Moment, dass wir uns eben an bestimmte Dinge wieder erinnern. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass ein Mensch vielleicht vom Bewusstsein her noch weiter ist als der andere, so wie es jetzt zum Beispiel in meiner Partnerschaft war. Und da braucht es dann ganz viel Bereitschaft des anderen zu sagen, ja, ich gehe den Weg mit dir und ich ziehe mir den Schuh an mit dir über ein paar Jahre. So, meiner Erfahrung nach können wir danach rufen. Das heißt, wenn wir uns bereit fühlen für diese Seelenpartnerschaft, haben wir die Möglichkeit, der geistigen Welt oder unserer geistigen Welt zu sagen, so, ich bin jetzt bereit fürs Nächste. Und wenn diese ganz heiligen Seelenpartnerschaften zustande kommen, dann ist hier göttliche Einmischung. Aber wir können wie hier schreien. Das heißt, wenn wir immer schlafen und nie danach fragen, dann könnte es sein, dass wir es wie verschlafen, unter Umständen. Wenn wir aber immer wieder hier schreien und sagen, hey, schau, ich bin da, ich bin bereit, ich bin wach, dann setzt es wie so ein Zeichen in der geistigen Welt. Ah, hier geht was weiter, also hier kommt irgendwas ins Laufen, du bist da einfach. Und dieses Zeichen ist dann mehr als genug, dass etwas aufwacht und dann kommt was Drittes und dann geht sein Weg. Und dieses Dritte macht es dann. Aber es ist schon mal deine Bereitschaft zu sagen, hey, Universum, ich bin hier, jetzt ist es soweit. Und dahingehend können wir es beeinflussen. Diese ganz großen Liebespartnerschaften haben aber auch ihre Zeitpunkte. Das heißt, auch wenn wir noch so oft hier schreien, es gibt tatsächlich Partnerschaften oder Zusammenkünfte, die wie den richtigen Zeitpunkt brauchen. Also dort, wenn beide wirklich bereit sind. So, ja, haben wir doch Mitspracherecht, sind Mitschöpfer und doch wieder nicht. So um den Dreh. Okay, ich möchte noch eine Kleinigkeit hinzufügen. Die Persönlichkeit und der Verstand mögen sich einbilden, das Leben beeinflussen zu können. Und das ist eine große Illusion. Aber etwas hat einen entscheidenden Einfluss auf das Leben und das ist unser Bewusstsein. Und das Bewusstsein kann sich entweder in Trennung, in Angst, in Schuld, in Dramen, in Theater, in was auch immer befinden. Und das Bewusstsein kann sich ausrichten auf die höchste Wirklichkeit. Die höchste Wirklichkeit unseres Seins, das pure Liebe ist. Und wenn wir uns auf die höchste Liebe, die höchste Form von Liebe, die uns derzeit zugänglich ist, wenn wir uns darauf ausrichten,
Wenn wir das anrufen, dann hat das sehr wohl einen Einfluss auf unser gottgöttliches Geführtsein. Und alles, was uns dann aus dem Leben heraus entgegenkommt, wird erkannt als Ausdruck der Liebe. Und das bringt uns tatsächlich auf einen Weg, der immer vollständiger von Liebe, von Wahrheit, von Bewusstsein erfüllt ist, von Einssein mit uns selbst, mit unseren Geliebten und mit allem, was ist. Also mein Empfinden diesbezüglich ist so, ich werde gezogen, die Liebe oder was immer das ist. Also ich habe persönlich das Gefühl, ich habe gar keine Möglichkeit, da wirklich einzugreifen. Es zieht mich immer weiter in diese Richtung, die man Bewusstsein oder Liebe oder was immer nennen kann. Also ein natürlicher Weg, vielleicht so, wenn man in die Natur schaut, da wächst eine Blume, da wächst ein Baum, die tun ja auch nichts dafür. Und da frage ich mich, sicher ist da ein bisschen ein Unterschied möglicherweise, aber ich empfinde mich manchmal so, lass es einfach wachsen und mach gar nicht zu viel da herum, das wächst von selber. Weil das ist ja, das kommt mir vor der Verstand nach, der was oft machen will. Und was so die neue Erkenntnis ist, das ist alles eins eben. Dieser ganze Verstand, der was machen will und ist für mich eigentlich nicht wirklich getrennt von dem Ganzen da auf dieser Erde und auf dieser Welt, wo wir da jetzt sind. Ich kann praktisch nichts falsch machen. Das ist allein. Es gibt keinen Fehler, es gibt gar nichts. Und wenn sich da irgendwie eine schwierige Situation auftut, erkenne ich dann auch immer, okay, die hat sein müssen, dass sie wieder den nächsten Schritt für mich machen kann. Und so ist das Weg, der Weg, und das ist diese tiefe Erkenntnis, die hätte ich mir gern früher schon gesagt, aber es war ich nicht notwendig. Es ist immer alles richtig. Es ist wirklich, es gibt jede Begegnung, einfach alles, was passiert, so habe ich es in meinem Leben jetzt erfahren dürfen, war immer richtig, ist jetzt richtig und wird auch in Zukunft immer richtig sein. Da gibt es eigentlich keinen Ausweg aus meiner Sicht. Oder vielleicht noch besser ausgedrückt, jenseits von richtig und falsch. Ja. Es ist das, was sein soll. Das Leben, die Essenz kennt, weder richtig noch falsch. Mhm. Es ist, was es ist. Genau. Sagt die Liebe. Ja, genau. Wundervoll, genau. Ja, gibt es noch eine Frage? Ja, es gibt noch reichlich Fragen. Und ja. Daniel, du darfst schon mal in die Startlöcher gehen. Zuvor kommt aber noch eine Frage, die ich für Karin vorlese. Und die lautet, wenn ich entdecke, dass ich noch nicht in der Liebe bin, was mache ich mit dieser Entdeckung? Liebe Karin, wenn du entdeckst, ich bin gerade nicht in der Liebe, dann hast du ein inneres Wissen, was Liebe ist. Ja. Du weißt ganz genau, wie es sich anfühlt, in der Liebe zu sein. Und dann darfst du auf all das schauen, was du glaubst, was du in dir findest, was der Liebe noch nicht entspricht oder vielleicht auch deinen Ansprüchen noch nicht entspricht. Und du kannst es der Liebe schenken. Du kannst es ihr direkt übergeben. Und am Ende, wie Thomas es eben schon ausgedrückt hat, am Ende ist Liebe alles. Liebe ist alles und Liebe ist in allem, auch wenn es sich scheinbar in diesem Moment anders anfühlt als das, was wir Liebesgefühle nennen. Ja, das haben wir eben in unserer Gesellschaft sehr ausgerichtet auf ein Glücksgefühl, das von außen erreichbar ist. Und das ist es einfach nicht. Es muss da drinnen sein und dann ist alles, dann ist alles, wirklich alles
kann dann erfahren werden als, ja, Glück ist bei uns eben so ein Wort, aber es ist dann so. Ich habe so Phasen und da falle ich immer wieder raus, wo ich einfach sagen kann, ich bin schon im Paradies, könnte man, ich kann es nur so sagen. Es ist alles schon okay. Es gibt nichts zu verändern. Und das ist so ein natürlicher Weg. Und ich hoffe, dass ich mir den immer weiter so hingehen kann. Gut, haben wir noch eine Frage? Okay. Dann, lieber Daniel, kriegst du jetzt die Einladung auf deinem Bildschirm, dein Mikrofon freizuschalten. In dem Fall Julia, hallo. Hallo. Die Partnerin, hallo. Ich habe in dem Fall keine Frage, aber ich wollte etwas zum Thema sagen, was der Thomas angeschnitten hat, und zwar um Freiheit und Liebe hast du davor geredet, gell? Und dass ja die Liebe oft auch mit viel Enttäuschung verbunden ist und Erwartungen, oder ich kenne es aus meinen alten Beziehungen und du hast ja auch gesagt, du kennst das von früher, oder? Viel Erwartungen, viel Enttäuschung, und wo ist da die freie Liebe? Ich finde, man sollte sich vielleicht die Frage stellen, warum habe ich eine Erwartung, oder? Also wenn jetzt mein Partner zu mir sagt, er geht heute Fußball schauen und ich bin enttäuscht, also ist für mich auch total wichtig, dass ich in mir reinhoch, warum bin ich enttäuscht oder was habe ich erwartet und warum fühle ich mich jetzt nicht geliebt? Wie der Brody gesagt hat, es sind ja meistens Anteile, in denen ich mich überhaupt nicht geliebt fühle, oder? Und wie die Nina gesagt, es heilt total gut, wenn dann bedingungslose Liebe vom Partner kommt. Aber ich persönlich finde es ja total wichtig, dass ich dann lerne, mich selber zu lieben. Dass ich da in mich gehe und schaue, was für Anteil ist nicht erfüllt, warum ist er nicht erfüllt. Vielleicht, dass ich einen Faktencheck mache. Ist das heute noch so? Ist das noch heute ein Thema für mich? Weil ich da heute nicht geliebt? Und ich glaube, wenn man mit sich selber auch sehr viel arbeitet und an seiner Selbstliebe und das stärkt, dann werden die Erwartungen innerhalb der Beziehung einfach immer weniger. Also ich habe das halt in meiner Beziehung so erfahren dürfen. Und das ist für mich jetzt, also was heißt bedingungslos, aber eine erwartungslose Liebe, die was mir total viel Freiheit schenkt. Also ich weiß, mein Partner erwartet eigentlich sehr wenig von mir und trotzdem ist ein Vertrauen da, dass wir uns beide lieben. Und ja, das ist für mich Freiheit und Liebe. Also so kann man das für mich vereinbaren einfach. Gell? Indem ich mich aber selber auch einfach zu 100% lieb und wertschätze. Und das finde ich total wichtig innerhalb von einer Beziehung. Das ist mir nicht nur vom Partner erwartet, ja. Das wollte ich einfach dazu sagen. Und zum Thema, muss die Liebe ein Leben lang sein? Ich glaube, das Wichtigste oder das Schönste finde ich eigentlich, wenn man sich jeden Tag aufs Neue für seinen Partner entscheiden wird und mit dem Bewusstsein lebt, eben dass, wie der Brody gesagt hat, alles vergänglich ist, aber dass es in Ordnung ist. Das Leben verändert sich und ich bin jeden Tag dankbar, wo die Liebe einfach da ist. Ja. Schön. Das, was du gerade angesprochen hast, Julia, da gibt es wirklich eine Übung dazu. Und zwar, weil du gesagt hast, jeden Tag aufs Neue dich dafür entscheiden. Also es gibt so eine Übung, wo du wirklich jede Nacht sozusagen Schluss machst, also dich von allem trennst, damit du jeden Morgen dich neu entscheiden darfst und neu wählen, ob du mit dem Partner den jetzigen Tag verbringen kannst. Das ist voll schön. Richtig ein schöner Impuls, ja. Genau. Danke. Dann, Timo, gibt es noch? Ja, es gibt noch einige Fragen, und zwar ist die nächste von Sabine und richtet sich an den Bodhi. Und die Frage lautet, die wurde gestellt vorhin, als du von Löchern sprachst, die ja gefüllt werden wollen im Außen. Wie schließen sich diese Löcher? Das ist eine großartige Frage. Wenn wir feststellen, diese Löcher kann nichts und niemand uns von außen füllen. Nichts und niemand. Denn wenn das so wäre, dann wäre das Gefülltsein dieser Löcher von irgendjemandem im Außen abhängig. Und sobald das dann im Außen wegfallen würde, wären die Löcher wieder da. Bedingungsfreie Liebe beginnt von innen nach außen und braucht unsere tiefe Selbstbegegnung. In dem Maße, wie wir uns begegnen, wie wir uns dem öffnen, was wir in jedem Augenblick in uns vorfinden,
In dem Maße lernen wir zu lieben. Und in dieser tiefen, echten Selbstbegegnung, wenn alles da sein darf, was wir in uns vorfinden und wir nichts damit tun, in diesen Momenten von Einssein kann Essenz übernehmen, kann das Göttliche uns übernehmen. Die Liebe selbst übernimmt uns, die Wirklichkeit selbst. Und das, was wir unser Sein, unser wahres Sein nennen können, das ist das, was die inneren Löcher wirklich und dauerhaft füllen können. Und damit hört dann die vergebliche Suche im Außen auf. Und das Finden und das Geschenk bekommen wird immer mehr. Weil wir zuerst nach dem Königreich Gottes in uns getrachtet haben, dann wird uns dieses alles, was wir im Menschsein und in der Liebe brauchen, wird uns all das hinzugeschenkt, nach dem Gesetz der Resonanz. Danke. Dürfte ich da noch was dazu sagen, ganz kurz, weil, also finden tun wir es tatsächlich immer nur in uns. Und manchmal ist es aber so, dass wir so vergessen haben, wie sich Liebe anfühlt. Also wir so nackt sind von den Emotionen oder Gefühlen, von den wahren Gefühlen, dass es wie jemand anderen braucht, der uns wieder zeigt, wie es überhaupt ist zu lieben. Und wir Menschen nahmen nach. Also es ist uns einfach eine Fähigkeit, die wir von klein auf haben, Dinge nachzuahmen. So wenn wir so nackt sind, also so gar keine Empfindung oder Wahrnehmung dazu haben, wie sich Liebe anfühlt, kann es uns tatsächlich hilfreich sein, jemanden in unserer Mitte zu haben oder der uns nahe ist, der uns zeigt, was sowas überhaupt wieder ist. Also so, dass wir es wie nachahmen können, um es dann in uns selber zu finden. Hm. Ja, liebe Nina, die nächste Frage, die geht auch an dich. Und zwar fragt Heidi, in welchem Zeitraum hast du denn diese wundervolle Entwicklung mit deinem Mann gemacht? Und wie lange kennt ihr euch schon? 15 Jahre. Der hat mir echt, also die ersten 3 Jahre braucht sie nicht beneiden. Also der hat echt so einiges mit mir mitgemacht. Also später dann auch ich, gell? Also wir sind uns da, glaube ich, nicht schuldig oder so. Also wir sind da schon, genau, auf Paare. Aber ja, wir sind jetzt seit 15 Jahren zusammen und ich muss sagen, er war der Startschuss für meine gesamte Entwicklung und ich auch für seine. Und das Schöne ist, ich habe durch ihn gemerkt, dass du dich wie so ein bisschen hochcatchen kannst. Also Beziehungen, also wir haben es uns ein bisschen zu, ja, so Methodik macht, uns immer wieder so ein bisschen herauszufordern, so, dass wir weitergehen. Und dieses Ständige, es ist wie so mein Sparring-Partner auch. Also wenn ich merke, dass ich jetzt da am Einschlafen bin wieder, so, dann ist er da und holt mich hoch. Also ich kenne ihn und er kennt mich. Und es ist so eine absolute Verlässlichkeit auf uns beide, dass wir etwas erschaffen haben, wo der andere genau spürt, so was braucht der andere jetzt. Und das ist aber eine Wahl. Also das ist jetzt nicht etwas, was nur wir beide haben, sondern das war eine ganz bewusste Wahl von uns beiden, dass wir miteinander was kreieren wollen hier. Wir wollen magisch sein. Und das war ein Gespräch, da waren wir ungefähr 5 Jahre zusammen und Gott sei Dank war das bei mir dann ein bisschen ruhiger. Und in diesem Gespräch haben wir wie so Eckpfeiler klar gemacht, wie wir es gerne hätten. Und ich glaube, dass das für Partnerschaften ganz wichtig ist, damit die wirklich wohin gehen, wo beide sagen, ich habe hier ein Commitment drinnen. Dass du dir wie sagst, so mir ist das und das wichtig, bist du da dabei? Also sind wir zwei da irgendwie auf einer Wellenlänge? Und wenn da so ein wirkliches Ja kommt, dann kann da was wachsen. Und es ist aber jeden Tag aufs Neue, und das ist so schön, dass das die Julia gesagt hat, aufs Neue wieder eine Entscheidung. Also will ich mit den Menschen kreieren, will ich hier weitergehen, will ich was hierher bringen
Ja, oder ist es jetzt irgendwie, keine Ahnung, aber das Goldene vom Ei ist es halt nimmer. Und das beginnt aber wirklich im Kopf. Und das Ding ist, wenn ich vom Kopf rede, ist es nicht der Verstand, von dem ich sprich, sondern es ist dieses Dritte. Weil wenn du eine Partnerschaft hast, gehst du einen Bund ein. Und dieser Bund ist wie vielleicht dieses Feld, von dem Body spricht, was Liebe ist. Das ist dieses Dritte, was dich umgibt. Und aus dem heraus agierst du dann. Und es sind dann eben nimmer diese kleinen menschlichen Wesen, die dann so ihr Hickhack haben, weil die Zahnpastatube mal wieder nicht zu ist und so, sondern da ist dieses Dritte. Und das macht eine Kraft, wo zwei Menschen wirklich Großartiges bewegen können. Aber es ist eine Wahl. Und das ist meiner Meinung nach nicht einfach nur Schicksal oder sonst irgendwas, sondern das haben wir wirklich bewusst gewählt. Und ja, jeden Tag aufs Neue. Da würde ich gerne einen Satz, der meiner Body einmal, also wo ich wieder in einer, schon einer Beziehungsgeschichte war, wo ich eben nachher gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Hat der Body gesagt, du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht. Weil das eben was Größeres gibt. Meine Persönlichkeit, die schafft es nicht, die kriegt die Beziehung nicht auf die Reihe. Wenn, dann übernimmt das Größere, das, was eben ja, Liebe, Bewusstsein oder wie immer man nennen kann. Und ja, das werde ich mir für immer merken. Ja. So, jetzt sind wir schon langsam bei der Zeit. Timo, wie schaut es denn aus? Gibt es noch? Ja, drei. Ja, super. Oder Fragen haben wir noch. Und jetzt würde ich den Nico hier gemeinsam freischalten. Da bin ich auch guter Dinge, dass da, wo Nico dran steht, auch Nico drin steckt. Ja, das bin ich. Hallo. ich mache gerade mal Licht. Und zwar, ich wollte eigentlich noch mal fragen, was ist jetzt diese neue Art der Energie in Bezug auf Partnerschaft oder Verbindung? Ist es tatsächlich dieses gemeinsam voranschreiten und wachsen? Oder ist es dieses, wo ich am meisten wachse? Also ich weiß nicht, ob das jetzt richtig rüberkommen ist. Ja, ja, doch. Wir haben dich schon gut gehört. Ich würde sagen, das Neue ist das Größere, von dem wir allesamt gesprochen haben. Kein persönlicher Pakt von Brauchen und Wollen, sondern eine gemeinsame Öffnung und Hingabe an das Eine, das Größere, an die Liebe selbst. Das ist das Neue. Können wir gerne noch eine Frage dazu nehmen, wenn es jetzt, sind wir schon langsam am Ende von der Zeit, Timo? Ja, dann wäre die Jacqueline, zumindest heißt das Gerät so, ja, an der Reihe, so auf dem iPhone. Genau, da hast du dich freigeschaltet. Wunderbar. Jetzt? Ah. Okay, ich habe eine Frage. Ich habe gerade ein sehr starkes Verlangen nach Verbindung, seelisch, geistig und körperlich, nach dieser Wärme und diese Geborgenheit. Und ich frage mich, wenn ich jetzt vollkommen bei mir bin und im Außen nichts mehr zu suchen habe, weil ich mich selbst erfülle, wie hat dann ein anderes Wesen Platz bei mir? Wie kann ich mich dann verlieben? Fällt es dann nicht in so eine Wurstigkeit, wenn ich nichts mehr, kein Verlangen mehr habe? Ich kann das gerade nicht greifen, weil die Sehnsucht ja da ist. Und wenn ich es aber dann nicht mehr brauche, weil ich es mir selber gebe, wie trifft man denn dann auf was anderes? Ja, Jacqueline, ich kann verstehen, dass das missverstanden wird. Deine Bedürfnisse, dein Sehnen,
Dein Wunsch nach Nähe und Liebeserfüllung ist in sich wundervoll und göttlich. Es geht nicht darum, es loszuwerden. Und du persönlich kannst dich auch nicht füllen. Du kannst das nicht abschalten und du solltest das auch nicht. Lass dich von dem Ruf deines Herzens führen. Lass dich davon führen und es führt dich genau dorthin, wo du optimal lieben lernen kannst. Und ich wünsche dir von Herzen Liebeserfüllung. Du brauchst nichts übergehen, aber wenn die Liebe wirklich geschieht, dann darf sie dich erfüllen. Und das, was dann geschieht, ist nicht vom anderen im Außen mehr abhängig, sondern das ist etwas, ein Raum, der sich in dir öffnet. Und das ist die Erfüllung von innen her. Oh, danke. Sehr, danke. Ja, dann darf ich jetzt die letzte Frage noch vorlesen. Und die lautet, muss man manche, in Anführungszeichen, Dämonen füttern, damit sie Ruhe geben? Wie stellt man sich seinem Verlangen, was muss passieren, damit es Frieden findet? Ja, ganz ähnliche Frage, ne? Wenn Verlangen da ist, ist Verlangen da, das ist die Wahrheit des gegenwärtigen Augenblicks und Verlangen braucht dann Raum. Das hat nichts mit Dämonenfüttern zu tun. Wenn du Verlangen in dir spürst, spür es in deinem Körper. Spür es so präzise wie möglich. Geh damit in deine Tiefe. Gib dem Raum. Und es führt dich tiefer und tiefer zu dir selbst. Ja, ich finde, das ist jetzt ganz, ganz schön, schön rund. Ist eh so eine Sache, was mir eben persönlich auch beschäftigt, diesen Energien, was ich da so spüre, nachzugehen. Oder ist es manchmal nur zu spüren? Ist egal, da werde ich weiter forschen. Momentan bin ich so drauf, ich gehe jeden Impuls, der mir kommt, möglichst nach. Einfach nachgehen und dann wird sich zeigen, was da für Geschenke wieder in, verborgen sind. So, meine Lieben, jetzt ist 8:30, kurz nach 8:30. Boah, ich darf einfach nur Danke sagen, meine Lieben, alle, was da waren. Also das hat sich jetzt gegenseitig informiert und ich habe es als ganz einen stimmigen Raum empfunden und für mich ist an und für sich so, dass ich mich da sehr unsicher fühle und ich habe mich total entspannt gefühlt. Und das ist vielleicht die Qualität von diesem Herzenswohnzimmer. Deswegen wird es das mit Sicherheit jetzt öfter geben. Würde mir immer wieder Menschen einladen, wo mich inspirieren und sollte euch das interessieren, dann, keine Ahnung, schickt mir eine E-Mail. Ich bin auf Facebook sehr präsent und irgendwie findet man mich schon. Möchte eben zum Abschluss natürlich meinen Gästen mich herzlich bedanken. Bodhi und Nina, ich finde, das war sehr bereichernd, sehr rund. Also diese Energien ergänzend, weiblich, männlich und wir haben da eine schöne runde Sache gemeinsam kreiert und ich hoffe, dass möglichst viele davon profitieren können. Ich weise gerne also darauf hin oder möchtet ihr noch was sagen? Also man findet beide, glaube ich, im Internet ganz gut. Sowohl die Nina gibt Seminare, auch Bodhi gibt natürlich sein ganzes Leben schon Seminare und möchtet ihr noch was sagen, wo ihr zu finden seid oder wo die Menschen euch erreichen können, wenn sie näher mit euch in Kontakt treten wollen oder ja, gerne. Also wer von unserem Seminarprogramm informiert werden möchte, der geht auf die Homepage
von mir. Und dort gibt es ein Button, da kann man den Newsletter anmelden und dann seid ihr laufend informiert. Super. Ich kann es meiner Seite natürlich nur wärmstens empfehlen. Also dieses Feld ist für mich ganz besonders. Das ist so etwas Ähnliches, wie es die Nina mit ihrem Partner beschrieben hat. Oder das entflammt einfach, das macht mein Herz dann frei und offen. Das heißt nicht immer, dass das reines Liebes- und Glücksgefühl ist, sondern in dem Feld dürfen sich diverse Dinge, die in mir noch nicht geheilt oder gesehen sind, einfach befreien. Und das ist dann, ich gehe immer mit neuer Energie raus und das ist immer sehr befruchtend. Herzlichen Dank, Bodhi, dass du da Zeit genommen hast. Und wir sehen uns wieder. Danke. Und Nina, gerne, magst du auch noch was sagen, wo du erreichbar bist oder von deinen? Auch bei mir, einfach auf die Homepage. Da, die ist so super, dass eine Homepage-Fee und da findet ihr alles, was ihr braucht. Genau. Also, und auch auf Facebook. Also, Nina Loacker findet man einfach. Yes. Ja, und danke, Thomas. Es war so ein dermaßen schöner Abend und so bereichernd. Und ich möchte mir hier auch nochmal am Bodhi, was du für Räume aufmachst, echt Hochachtung. Voll schön, dass ihr dabei sein habt dürfen. Große Freude. Das ist mir wirklich ein Freude. Okay. Dann nochmal allen, was jetzt da waren. Also wie gesagt, das ist eine Bereicherung gewesen, jeder Einzelne, weil es ist natürlich so, dieser Raum, in dem sind wir alle verbunden. Und da spüren wir uns. Und auch die, die jetzt da nichts gesagt haben, haben das Feld bereichert. Und dafür herzlichen Dank. Die Premiere war wundervoll. Oh. Und es wird es wieder geben und ihr hört davon und würden wir wünschen, wenn wir uns dann bei anderer Gelegenheit wiedersehen.